schön, Donner. Okay, das heißt, ich muss erstmal wieder dort hinten hin. Da ist mein Ziel, es ist auf der Karte angezeigt. Das ist mal sehr schön. Dahin. Auf geht's. Den ganzen Weg, den wir gerade an der Mauer lang gegangen sind, jetzt wieder zurück. Uhu. Ist schon ein ziemliches Laufspiel hier. Zumindest wenn man so spielt wie ich. Kann natürlich sein, dass es bei anderen komplett anders aussieht. Ich habe es ja noch nie irgendwo wirklich gesehen. Aber naja, man muss halt eben gerne laufen. Und wir haben noch eine Rückmeldung. Wir haben immer noch Rückmeldung. Wir haben Rückmeldung. Wir haben es immer noch. Boah, es hat sich gelegt. Cool. Nach einer Stunde Spiel ist Garry endlich wieder dabei und zeigt mir keinen Hintergrund. Ach ja. Das ist das Schöne daran, es läuft nie alles glatt, also kann ich es auch einfach ignorieren. Solange es wirklich lädt und ich irgendwann reinkomme. Und nicht plötzlich dasteht, sie sind zu dumm für dieses Spiel, deswegen stürzt dieses jetzt ab. So, auf der Karte angezeigt. Ach, ich muss dorthin. Ich kann euch nicht bei allem helfen. Ja, der Typ hier wollte gerade wieder mit mir reden, ist mir auch egal. Es geht ja richtig flott hier momentan. Alter, muss ich da jetzt wieder rein? Willst du mich verkackeiern? Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Brille! Er nahm mich auf und half Schleichwerbung. mir, das Ruder herumzureißen. Hä? Ich dachte, das zeigt mir, wo ich hin muss. Wow, es ist ja mal. Boah. Unglaublich. Ach so, okay. Hey, Da gibt was es soll noch denn einen das? Pfeil. Ah, natürlich, ich habe auch drei Sachen angewählt. Ja, das ist natürlich echt schlau von mir. Das so zu machen. Drei Sachen auszuwählen und dann immer dem falschen Pfeil zu folgen. Ach ja, ich weiß, ich bin echt ein Genie, was den Weg finden angeht. Aber dafür verlaufe ich mich auch nicht, so wie die verängstigte Frau vorhin. Ja, da ruhig. Ich brauche ja kein Bild zum Vorlesen, das geht schon in Ordnung. So ein bisschen leicht verpixelter Rauch ist auch in Ordnung. Ach ja. Zumindest hängt es nicht mehr auf. Das ist das Mindeste und das Beste. Es müsste auch rein theoretisch hier wieder so ein. Ja, hier ist auch so ein Ding. Ansonsten habe ich jetzt da hinten eine Ja? Person, mit der ich reden kann. Cool. Dann rede ich mal mit dir. Da, du bist es. Kodlak Weißmähne. Wer der seinen Namen hat, keine Ein Ahnung. Fremder betritt unsere Halle. Joa, ich würde gerne den Gefährten beitreten. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Und wer sind die Gefährten? Die Gefährten bestehen aus Legolas, Gimli, Aragorn, Pippin, Peppe, das letzte Mal falsch, ich weiß. Peregrin, Tuck, genau. Danach Sam oder Sam, Frodo, Boromir und dann fehlt noch einer. Das waren doch neun, ne? Den habe ich jetzt vergessen. Also die vier Hobbits und Gandalf. Oh, tut mir leid, Gandalf. Na egal, wer sind die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Ganz kurz, die sitzen beide um einen Apfelkuchen herum. Ihr wisst, was sie gerade machen wollten. In den Wohnquartieren. Mit einer Frau draußen zum Anschauen. Okay, auf wessen Seite steht ihr Aus im der Krieg? Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Okay, warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Askar fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor, meiner Mutter, meinem Vater
und meinem Großvater, all meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre, das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Okay, gut. Und ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Ich weiß. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Becken für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich weiß, wenn ich jetzt... Ich kann schon ahnen, die Musik hat sich geändert. Wenn ich jetzt etwas Falsches sage, greift er mich an. Mein Kampfgeschick, ich komme schon klar. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen, oder ich muss noch viel lernen. Ich muss noch sehr viel lernen, ich muss noch richtig viel lernen. Das ist die richtige Einstellung. Danke. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Die Musik ging wieder los. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Ja, schön. Dann. Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt. Geh vor. Üben mit Wilkas. Okay, üben heißt nicht sterben. Das ist schön. Oh, Alter, ich dachte schon, die Musik hat wirklich angehalten. Ich habe mir schon gedacht, okay. Jetzt eine falsche Bemerkung und ich bin von zwei Leuten umzingelt, die mich angreifen wollen. Und das könnte dann doch schon irgendwie etwas, ein kleines bisschen gefährlich werden. Besonders wenn das dann so wirklich kommt und mich... Und dann ich mit... Oh, scheiß Lydia ist weg, bin alleine, was soll ich jetzt tun? Und Hilfe, nein! Das ist dann schon... Nicht so gut, nein. Übel mit dem. Also gehe ich schon mal vor. Ich hoffe, der ist jetzt hier draußen, ansonsten muss ich warten, bis er rauskommt. Das wird ja auch ganz cool. Übrigens, die letzten drei Ladebildschirme waren ohne Warten auf Rückmeldung. Ja, hat sich wirklich eingekriegt. Jetzt, wo ich endlich eine Richtung habe im Spiel, ist es auch wieder Skyrim gut. Das ist schön. Also, das Bild bleibt zwar stehen, aber es ist immer noch eine Rückmeldung. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Auch wenn es trotzdem gar nichts Neues zeigt. So, und weh, ich muss jetzt gegen den kämpfen, das wäre auch nicht cool. Also, ich bin Bogenschütze-Typi, also bitte nicht mich im Nahkampf herausfordern, das wäre unfair. Weil dann bin ich schwach und werde von jedem getötet. Von so ziemlich wirklich jedem. Also irgendwie macht man im Nahkampf hier auch sehr viel weniger Schaden, kommt mir so vor. Zumindest ich, der jetzt auch schon ziemlich viel auf Bogen gelevelt hat. Ey, cool, das Hintergrundbild. Von allen Konstrukten, die alten... Schön. Die alte. Gut, ich bin auf dem Übungsplatz. Wo bist du? Wo bist du? Kommst du mal her? Ich bin da. Oh, da ist er. Boah. Hi, Vikas. So, schlagen. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Nein, das war klar. Das war klar. Ich nehme. Nicht den Bogen, nee. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Sei es mir lebend, kommt ihr. Nicht raus! Ihr habt einen ziemlich guten Kampf, aber nicht schlecht. Ich hab getroffen, cool. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Danke. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Wow. Alter, ist der nett zu mir. Mein Schwert ist mehr wert als ihr. Wow, danke.
Ey, Bro, ich mag dich auch. Unglaublich. Okay, ich muss schärfen gehen. Ich dachte, jetzt kommt richtiger Kampf, aber das ging ja noch. Das war ja nix. Das krieg ich auf verbundenen Augen hin. Aber als Frischling ist cool, weil dann kriegst du noch mal ein paar Leute, die dir helfen. Und das passt ja auch zu mir, selbst jetzt wahrscheinlich im 33. oder 34. Part bin ich ja immer noch ziemlich frischlinglich. Muss ich selber zugeben. Haben wir Erlund, wo ist denn der? Sich der ist einer von da oben, oder? Okay. Karte. Als allererstes. J. Verschiedenes. Da bin ich. Das hier kann weg, das hier kann weg. Wo waren denn jetzt die Gefährten? Da. Markieren bitte. So. Wieso markiert er es nicht? Ah! Alter, wie jetzt ist der weg? Was macht denn der dort? Boah. Okay, Schattenfell. We could take a ride. Warte, nee, warte. Ich seh doch den Fell von hier aus schon. Oder? Ja, komm. Ich hab den auf der Karte gesehen. Ob das jetzt wirklich bringt oder so? Nee. Das mache ich ganz einfach. Ich mache Karte. Ich kann ja schnell reisen. Ja. Jo, ich kann ja schnell reisen, also mache ich das jetzt auch. Wenn man es kann, dann sollte man es ja auch tun. Was ist die Drachenfeste? Ach, dann liegt das so in der Karte. Ah! Jetzt check ich, wie es in der Karte drin liegt. Ich dachte, es wäre andersrum. Ah, okay. Gut, mein Fehler, ich gebe es zu. Okay. Ist ja jetzt nicht allzu weit, es geht in Ordnung. Muss ich also zu der Schmiede da oben? Auch gut. Ja, dann auch schon. Sehr schön. Dann komm mal her. Was führt euch her? Das Schwert. Wilgas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Ja, ich soll das Schwert schärfen. Ja. Schickt Wilkas Neuling immer auf Botengänge? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Das klingt gut. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskamor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. So unfair, ich würde Gefährten. Seid ihr ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ja, jetzt wird man nicht übermütig. Aber egal, ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Was ist los? Was ist da los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Diener bin? Nein, ich helfe euch gerne. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ja, doppelt hält besser, mir zu sagen, ne? Abgeschlossen, gib mir das Schild und bring Ayela ihren Schild. Ayela. Ayela. Ja, das muss jetzt sein. Gehen wir erstmal wieder hier rein. Das ohne, dass es sich aufweckt. Ja, und ich habe Erfahrungspunkte dazu bekommen, sehe ich gerade. Hohoho, ich steige langsam. So, dort unten rein, wie es aussieht. Hier ist gar keiner. Sind alle schlafen gegangen. Nur ich muss hier rumlatschen. Nett, danke. Wirklich nett von euch, mich so hier allein zu lassen. Okay, ich soll ja eh nicht alles machen, was sie mir sagen. Meint der eine. Aber ich glaube, ich mache es jetzt erstmal am Anfang, weil noch klingt es ja ganz cool. Ich muss dort hinten hin. Also hier rein. Okay. Und dann Tür öffnen. Boah, das schlaft nur mal einer Frau. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein.
Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Danke, aber ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid ihr neu hier? Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst die Finger davon. Lasst nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ich würde den Typen vor dem Schwert gezogen hat. Ich halte nichts von Prahlerei. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Farkas? Wer ist Farkas? Habt ihr mich gerufen? Oh. Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt mit. Hi, Farki. Bin dabei. Boah. Der läuft ja hier ewig. Was denn jetzt? Ja, und Ayela ziehen mich gerne auf. Aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Oh, das ist cool. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Du guckst mich gar nicht an. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Guckst mich trotzdem nicht an. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thema hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Danke. Abgeschlossen. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Ich kümmere mich darum. Dann erledigt es jetzt. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Ja, wenn ich da eine Beschäftigung suche, führst du meinen Satz zu Ende? Schlimm hier. Okay, ich soll mir einfach eins aussuchen. Ich frage mich immer noch, warum Skjör euch überhaupt reingelassen hat. Weil ich springen kann. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Wenn der Zirkel vor euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Toll. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Danke. Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Mal schauen, was die so zusammenköcheln. Man kann den Honig im Wind riechen. Okay, ich glaube, ich lege mich zu den Frauen. Oh. Oh, ihr seid es. Schlafen. Wie lange ausruhen? Kann ich auch hier. Auf was kann ich maximal machen? 24, also den ganzen Tag schlafen. Nee, wir schlafen mal gesunde 7 Stunden. Das muss auch mal sein. Zeit vergeht. Cool, zum ersten Mal schlafen. Spannend. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis Alter, ihr kamt. Aber das auf, ist schon voll in Ordnung. Quatschen. So kann ich euch mit allem vertrauen. Ich kümmere mich um die Boah, Krieger. Schlimm, da reden viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute hier. Das glaubt man gar nicht. So, schlimm mit denen. Ne, okay. Bezahlter Schläger habe ich jetzt angenommen. Also mache ich die Quest auch erstmal. Also auf nach Weißlauf. In Alchemielaboren können Zutaten zu nützlichen Tränken und tödlichen Giften verarbeitet werden. Das hatten wir schon mal. Ich glaube schon dreimal oder so. Erstmal strecken. So. Jetzt bin ich ready zum Gehen. Und jetzt haben wir wieder die liebe Mutter und liebe Mutter und liebe Mutter und so weiter. Und jetzt muss ich als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache, meinen Falmerbogen rausnehmen.
mich in eine geeignete Position bringen, also dort hinten auf dem Berg. Oder von dem Berg da ganz hinten aus das machen, was ich jetzt mal, weil sonst zu einfach wäre, von hier aus machen. So, und dann zeige ich euch mal, wie unglaublich gut, verdammt, drüber geschlafen. Aber Moment in die Mitte, das reicht. Der neueste Rekrut, richtig? Jo. Moment, stimmt das wirklich? Ja. Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Was, schauen, was die so bedeutet es, ein Gefährdet zu sein? Es bedeutet, dass mir immer jemand zur Seite steht, wenn ich Probleme habe.